und herzlich willkommen zu den 10 besten Minecraft-Mods für die 1.14. Schön, dass du irgendwie den Weg zu diesem Video gefunden hast. Ich orientiere mich in diesem Video Hälfte an meinen Lieblingsmods und zur Hälfte an den Download-Anzahlen. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß. Beginnen wir mit Platz 10 und der Genetic Animals Mod, mit der neue Models zu den uns bekannten Vanillatieren hinzugefügt werden. Damit können wir uns einen so schönen Bauernhof aufbauen und die neuen Mechaniken im Spiel genießen. Platz Nummer 9, die Mutant Beasts Mod. Eine Mod, die den großen Cousin der uns bisher bekannten Minecraft-Kämpfer hinzufügt. Diese bekämpfen sich auch gegeneinander, dadurch können epische Battles entstehen. Hauptsächlich Böse gegen Gute, da es nur einen Schneegolem gibt. Platz Nummer 9, die Mutant Beasts Mod. Platz 8, die Just Enough Resources Mod. Diese Mod ist ein Add-on für die bekannte Just Enough Items Mod und lässt diese auch Mob Drops anzeigen. Platz Nummer 7, die Carry On Mod. Eine Mod, mit der wir jeden Mob einfach so hochheben können und ihn an einer beliebigen Stelle wieder absetzen können. Warum denn auch bitte nicht? Platz Nummer 6, die Biomes of Plenty Mod. Neben etlichen neuen Dekorationsmöglichkeiten fügt diese auch sehr viele neue, realistische, sehr schön aufgebaute Biome hinzu. Platz Nummer 5, Du Glame World. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Diese Mod verändert die Weltgenerierung vollständig und lässt sie ein bisschen interessanter wirken. Und beim Erkunden entdeckt man viele neue Seiten unserer Minecraft-Welt. Platz 4, belegt Wild Nature. Eine Mod, die mal wieder komplett alles verändert. Neben neuen Dekorationsmöglichkeiten werden auch etliche neue, sehr schön aufgebaute Biome hinzugefügt. Platz Nummer 3 belegt die Storage Drawers Mod. Eine Mod, mit der neue Lagerungsmöglichkeiten hinzugefügt werden, die wir nahezu mit unendlichen Upgrades erweitern können, sodass wir sehr viele Blöcke einer Sorte einlagern können. Platz Nummer 2 belegt die leider noch verbuggte Mine Colonies Mod, mit der wir eine automatisierte Kolonie aufbauen können. Platz Nummer 1 belegt die Just Enough Items Mod. Als Nachfolger der Not Enough Items Mod kann diese etliche Rezepte auch für Mods anzeigen lassen. Also ein verdienter Platz 1. So, das waren die 10 besten Minecraft Mods für die 1.14. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen und ich hoffe auch, dass es dir gefallen hat. Falls ja, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, dann gib gerne einen Daumen nach unten, aber schreib mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Wir sehen uns dann hoffentlich bei einem weiteren Video wieder und ja, tschüss.